Twitch ist doof. Durchfliege alle Münzringe. Na, das machen wir jetzt auch noch. Aber die 100 Münzen sammeln, ich glaube, das spare ich mir. Ja, man hätte gerade bei Mario 64 natürlich viel aufpolieren können, das stimmt. Ja, genau. Ich habe das jetzt auch an das Emoji über dem Bildschirm fliegen. Stimmt, das wollte ich noch fein justieren. Das habe ich jetzt vergessen. Aber ist egal. Ist trotzdem cool. Ich mag das Feature. So, das müssen wir jetzt leider ein paar Mal machen, damit wir wirklich doch alle fliegen und dann noch den Stern sammeln. Bin ich gerade auf einen? Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott, ist das cool. Ich bin genau auf einen Goomba gesprungen, geschossen, gefallen. Da bin ich jetzt schon ziemlich cool. Irgendwie ist das nämlich... Ich hätte das nämlich gern so, dass alle Emojis, die man schreibt, auch wirklich... über den Bildschirm fliegen. Aber ich glaube, dass aktuell nur pro Emoji eins über den Bildschirm fliegt, ne? Genau. Und ich hätte gern, wenn ich 100 Pümpel mache, will ich 100 Pümpel auf dem Bildschirm sehen. Aber das kann man bestimmt noch fein justieren. Haha. So, das wird jetzt ein bisschen blöd, weil nicht mal, ne, die Weitsicht fehlt hier nämlich ein bisschen. Muss man ein bisschen raten. So ungefähr, hoffentlich, vielleicht. Nein, entweder höher oder niedriger. Sehr gut. Na dann. Ja, ich habe das eben bei Cluedo gesehen, zum ersten Mal und dann noch schnell vor meinem eigenen Stream bei mir reingekloppt. Da kann man eh auf der Seite ganz viel einstellen. Ich habe da nur nicht mehr lange geguckt, weil ich keine Zeit mehr hatte vom letzten Stream. Am Dienstag habe ich das noch schnell aktiviert, installiert, aber eben nicht konfiguriert. Nein! Come on! Na, das ist ja mal toll. Na, super. Aber ich habe mir ungefähr gemerkt, wo ich mich hingeschossen habe, damit ich diesmal hoffentlich die Münze treffe. Mal schauen. Und zwar habe ich auf den Streifen hier gezielt. Das heißt, wenn ich auf den Streifen ziele, fliege ich viel zu hoch. Ah! Damn it! Das ist aber nicht nett von dem Spiel. So, jetzt komm.
Dann zwei Ringe. Wir müssen uns noch durch zwei Ringe schießen. Also müssen wir dadurch, dass man dann auf den Stern auch noch zielen muss, noch dreimal da hoch mindestens. Mann. Ich glaube, das war zu steil, oder? Schauen wir mal. Vielleicht auch nicht. Oh, passt eigentlich ganz gut. Oh, habt ihr das gesehen? Jetzt bei der höheren Auflösung merkt man es. Guck mal, Mario wird... Ein Ultra-Low-Poly-Modell von ihm wird er, wenn man weit genug weg ist. Das ist ja nett. Das ist mir noch nie aufgefallen. Irgendwie kann ich das ziemlich lang aufrechterhalten, wenn ich mich nur nicht schnell bewege. Ganz komisch irgendwie. Das waren die Tricks früher. Das war übrigens bei Smash Brothers für den 3DS ganz ähnlich. Da waren nämlich die Modelle unter dem Kampf der Figuren sehr viel polygonarmer wie die Figuren, die man gesehen hat, wenn man auf Pause gedrückt hat und reingezoomt hat. Sobald man da, man konnte das in manchen Leveln, wenn man genau hingesehen hat, sehen, dass in dem Moment, wo man Pause drückt, die Polygone mehr werden, die Modelle detaillierter werden von den Kämpfern. In so Rollenspielen ist das auch in Dialogen üblich. Da merkt man es auch teilweise ganz stark. In Horizon Zero Dawn ist es mir zum Beispiel ganz stark aufgefallen, dass Videospiel Aloy viel weniger Gesichtspolygone hat, wie ich rede gerade mit einem NPC Aloy. Aber das ist ganz, das ist bei jedem Spiel so. Nur da ist es mir besonders aufgefallen. Hey, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Meiner Meinung nach schieße ich mich immer anders und immer genau so, wie es sein muss. Wenn ich wenigstens von hier aus gleich auf die Insel kommen würde, das wäre gut. Dann wäre es viel weniger frustrierend. Aber ob das überhaupt möglich ist, schauen wir mal. Könnte funktionieren, ne? Von hier aus könnte es auch funktionieren, wenn ich nur den richtigen Winkel treffe. Ansonsten gehen wir jetzt. Wir haben genug Sterne hier. Ah, da ärgern wir uns nicht lang rum. Ich habe nicht vor, heute 120 Sterne zu sammeln. Also was soll's. Geht, ja, muss ich nur ein bisschen mich einschießen. Aber bei der Kanone, wo ich gerade war, muss man wirklich einfach nur so hoch wie möglich nach oben zielen. Das ist schon ziemlich cool. Also muss ich dann ungefähr hierhin zielen jetzt für die Münze oder wie? Ja. Oh, Gott sei Dank. Eine ist jetzt noch ein bisschen tiefer. Die kriegen wir auch noch. Hey. Genauso, dass es eine unsichtbare Kante in der Luft bei Jump'n'Run gibt. Damit man später abspringen kann. Ach so, ja, genau. Ich meine, das ist ja grundsätzlich, glaube ich, mittlerweile zumindest so. Früher war das nicht so, dass die Hitboxen zumindest auch immer sehr dem Spieler zuvorkommen. Plattformen sind immer ein bisschen größer und Gegner immer ein bisschen kleiner, als sie aussehen. Zumindest, wenn das Spiel nett ist. Donk. Okay, jetzt schieße ich mal, weiß ich nicht, genau in die Mitte. Moment, das war richtig, aber das war nicht die letzte. Na gut, okay, dann gibt es weiter hinten noch eine.
Wahrscheinlich müsste man wirklich so exakt im 45-Grad-Winkel oder so schießen. Aber ist ja egal. Das geht auch ziemlich flott hier. Es ist viel weniger frustrierend als da oben dann irgendwie nochmal. Dass man mehr HP zum Ende seiner Lebensleiste hat als am Anfang. Ah, okay. Damit mehr Action entsteht. Es gibt auch... Irgendein Spiel hat das gemacht. Ich weiß nicht mehr welches. Aber das fand ich sehr cool, dass da der letzte Schuss, bevor man nachladen muss, mehr Schaden macht. Irgendein Arcade-Shooter. Das hat das nicht gesagt oder so. Aber es sollte halt quasi so... diese Situationen fördern, dass man mit dem letzten Schuss noch schnell irgendeinen starken Gegner besiegt. Das sind schon so clevere, kleine, geheime Twerks, die einfach dann für coole Situationen sorgen. Ja, Gott sei Dank. Und der Stern spawnt unten und nicht oben. Das ist ja ein Luxus. Der beinahe reingefallen, reingeflogen. Das wäre noch besser gewesen. Hallo, Bobitanium. Wie geht's? Dass ich nichts Schlechtes über Dörfler sage. Ach, ich habe bestimmt schon über jeden und alles irgendwann mal Witze gemacht. Das war wegen Resident Evil, ne? Ich weiß schon, dass für Städter Dorfbevölkerung einfach was Unheimliches ist anscheinend, offensichtlich. Sonst wäre das nicht so ein beliebter Film- und Videospiel-Trope. Ist auch eine andere Welt. Ich habe früher auch sehr ländlich gelebt, also ich kenne das durchaus. Ein Dörfler vergisst niemals. Wie Elefanten. So, der Bipperberg. Oh Gott, aber Rutsche auf der Eisbahn ist cool. Das ist eine coole Map. Wie viele Mechaniken auch schon in dem Spiel stecken, ne? Denke ich mir jetzt gerade so, was wir jetzt in der ersten Welt schon alles gemacht haben. Hauptsächlich mit Kanonen rumfliegen und auf einer Schildkrötenpanzer surfen. Und jetzt rutschen wir auf dem Popo eine Eisbahn runter. Ah! Ah, Mist, ich hätte gedacht, vielleicht. Hier kann man nämlich irgendwo super krass abkürzen. Ich kann mich nicht mehr an die Abkürzung erinnern. Aber es gibt irgendwo quasi ziemlich früh schon die Möglichkeit, quasi alles zu überspringen. Ist aber nicht leicht. Und ich hab's nicht vor. Eigentlich will ich die Bahn normal fahren, aber ich muss mich erst dran gewöhnen, weil es reagiert viel sensibler, als ich dachte. Ich gebe einfach mal nicht Gas, sondern... Oh, rutsch lahmarschig. Vielleicht gar keine blöde Idee. Warte, Geheimgang, ne? Genau. Konnte ich mich gerade gar nicht mehr erinnern, aber als ich die Kurve gesehen habe, ist es mir auf einmal wieder ins Gedächtnis geploppt. Ups. Ich wollte besonders cool, stylisch aus der Röhre springen. Hat nicht ganz funktioniert. Ah, was mache ich denn? Moment, zählt das jetzt nicht? Ach so, warte mal. Stimmt ja. Ich muss da mit irgendeinem Pinguin reden, damit man Rennen macht. Nee, aber jetzt noch nicht. Na gut, okay. Dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Sah fast aus wie Skill. War aber keine Absicht. Heute ist schon ziemlich viel cooles Zeug passiert. Auch mit den Kanonen, die absolut nicht beabsichtigt waren. Wer weiß, ob das Spiel nicht, wie wir drüber geredet haben, da auch ab und zu ein bisschen nachhilft. Aber ich glaube nicht. Die Kanonen sind schon tatsächlich sehr geeicht, sehr einheitlich. Wenn man immer wieder gleich schießt, fliegt man auch gleich. So, wenn ich jetzt nochmal reingehe. Ah, warte mal, jetzt müssen wir das im Baby-Pinguin nach unten zur Mutter bringen. Doch, doch. Stell dich nicht so an, Baby-Pinguin.
Nein, 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 komm wieder her jetzt. Oh, das ist jetzt ungünstig. Oder spring runter, das ist auch gut. Nein, so geht das nicht. Hier kommen wir gleich nochmal aus dem Level raus und kann wieder anfangen. Nee, so nicht. Irgendwie geht das. Mist. Das Spiel ist fast so laut wie ich. Ich meine, bei dem Soundtrack darf es das auch. Aber ja, machen wir ein bisschen leiser. Ah, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ich glaube, da ist unten eine Röhre, wenn ich mich richtig entsinne. Oder irgendwie sowas, oder? Ah, das ist schon so lange her. Kann ich den Schneemann echt nichts tun? Krass. Wirklich jetzt? Krass. Hier müsste das Baby hin. Aber ich hab das jetzt nicht. Blöderweise. Weil ich wieder einen Weg nach oben suche. Das wäre gut. Verdammt. Hier wären Kanonen theoretisch. Ah, Kanonenkerl. Warte mal, da müssen wir hin. Ah, okay, gut. Hallo, ich mache die Kanonen zum Abschuss bereit. Sehr gut. Dann haben wir jetzt nämlich, glaube ich, permanent Kanonen in dem Level freigeschaltet. Für immer, wenn mich nicht alles täuscht. Nur was jetzt? Ah, die Bahn kommt zurück. Gut. Puh. Wind. War da nicht auch was auf dem Dach von dem Gebäude? Ich habe so Erinnerungsfetzen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, das sieht... Dach, das sieht sehr gut aus. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Geheime Plattform. Voll gut. Jo, mach das. Hoffentlich hilft. Ist auch, kann man heute die Auflösung wieder nicht editieren, wahrscheinlich nicht verändern vom Stream, oder? Das ist immer doof. Schon langsam habe ich versehentlich alle roten Münzen gesammelt. Auch nicht schlecht. Dann machen wir das mit dem Babypinguin ein andermal. Aber wie komme ich denn wieder auf die Spitze, Mensch? Ich weiß, dass das geht. Ich weiß nur nicht mehr wie. Ah, so nicht! Nein, Mario, tu's nicht! Ah. Ja, aber wirklich. Aber wirklich, Mama Mia. Finde das Pinguin-Baby. Eigentlich sollte die Mission heißen, finde die Mutter des Baby-Pinguins. Weil der Baby-Pinguin ist gleich da oben am Anfang. Den kann man kaum übersehen. Wo der hingehört, das muss man am Anfang rausfinden. Wenn man das zum ersten Mal spielt. Das stimmt, das stimmt. Das sollte eigentlich wahrscheinlich... Also ich hoffe immer, dass das nicht an mir liegt, dass ich nicht irgendwie schlechtes Internet hier habe. Könnte eventuell auch möglich sein. Oder an Twitch könnte es halt auch einfach liegen ab und zu. Da watschel da. Nein, Mario! Oh Gott, ey. Hör doch jetzt auf mit dem Blödsinn. Da, danke. Okay, das sieht gut aus. Der erinnert mich so stark und hat mich auch früher schon immer so stark an Pinguin erinnert. Diesen Knetpinguin. Dabei sieht der nicht mal so ähnlich aus. Also ich meine, so ähnlich, wie sich Pinguine halt sehen, ne? Aber trotzdem, für mich war das früher immer ganz eindeutig Pingu. Und ist es auch jetzt noch.
Der Schneemann will seinen Körper, an das kann ich mich auch noch erinnern. Au. Will der Pinguin eigentlich zurück zu seiner Mutter, frage ich mich. Weil der wirkt ganz glücklich. Nur wenn ich ihn hochnehme und Richtung Mama trage, dann fängt er an zu schreien. Das findet er nicht gut anscheinend. Ob ich ihm überhaupt einen Gefallen tue, wer weiß. Das ist doch, Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir nur dafür danken? Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Wunderschön. Er ist gezeichnet. Du hast jetzt 8 Sterne. Jetzt kannst du alle Türen öffnen. Blablabla. Oder irgendeine andere. Was weiß ich. Siege den schnellen Pinguin. Ja. Okay. Ich glaube, auch hier dürfen wir, glaube ich, die Abkürzung wieder nicht nehmen. Sonst werden wir disqualifiziert und kommen vors Renngericht. Und das wird am besten kalt serviert, wie jeder weiß. Das wollen wir nicht. Hihi, hallo Mario. Du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollen. Und ich sage, na klar, es ist zwar noch niemandem gelungen, mich, den Schlitterkönig aller Klassen, zu besiegen. Aber du kannst es ja gerne mal versuchen. Na klar. Ich kann mich noch erinnern, dass dieses Rennen nicht ohne ist. Aber vielleicht stimmt's nicht. Vielleicht war ich halt damals einfach 11 und schlecht. Kann sein. Nein, oh Gott. Vielleicht aber auch nicht. Wow! Alter, der schummelt doch. Wie kann denn der so schnell werden? Nur weil er der Schlitterkönig aller Klassen ist. Heißt es noch nicht, dass er Turbo Boost benutzen darf. Yes. Du lahme Pinguinkröte, du. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber bitte nimm den Powerstern hier. Gerne doch. Hi Kari, wie geht's? Cool, freut mich, dankeschön. Gummiband-KI, vielleicht. Ich weiß nicht, ob der gescriptet auf festen Schienen quasi fährt oder ob sich der an mich anpasst, keine Ahnung. Finde die 8 roten Münzen. Meinetwegen. Ich glaube nämlich, die beiden, die mir beim letzten Mal noch gefehlt hätten, sind gleich hier am Anfang. Ah. Hm. Oder auch nicht. Aus irgendeinem Grund dachte ich, hier ist eine. Aber das stimmt gar nicht. Offensichtlich. Mein Hirn ist ein Lügner. Mein Gedächtnis betrügt mich. Ah! Oh, cool. Ich habe eine rote Münze gefunden. So, 3. Wie viel? 8? 6? Eigentlich sind es 8, ne? Oh, war das knapp, Mario. Oh Gott, ey. Ich hasse diese Eislevel einfach. In dem Fall war es nur, weil ich so leicht auf eine Schräge gegangen bin. Und da fängt Mario gern mal an zu schlittern. Ob mir jetzt der Meisterschuss vom letzten Mal nochmal gelingt, ob ich den reproduzieren kann, na, schauen wir mal. Nein, leider nicht ganz. Aber immerhin noch auf einer Kante gelandet. Nein, ich kann nichts machen. Oh Gott, was macht er denn? Ah, Mario. Mario. Na, dann gehen wir in eine andere Welt jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock auf rote Münzen. Wo war denn gleich nochmal der Geheimraum? Muss ich mich umschauen, dass ich den nicht übersehe? Ich glaube, bei der Wasserwelt war der so oder irgendwie so. Darf ich fragen, auf was du das spielst? Das ist
Das ist die All-Star 3D Collection, die eben heute für die Switch erschienen ist, auf der Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy in einem Spiel zusammengefasst sind. Und die haben wirklich einige Texturen sogar wirklich ausgetauscht, aber ansonsten ist es halt einfach ein bisschen höher aufgelöst. Jo, genau. Waren wir da schon drin? Nee, ne? Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Ah! Das Level mag ich. Den Boss mag ich. Das ist eigentlich das zweite Level, ne? Ich hab die ein bisschen... Ich meine, kann man ja in dem Spiel auch machen. Das lässt einem ja da relativ viel Freiheit. Aber... Ich glaube, so rein von der Sternanzahl, die man braucht, wäre das eigentlich das zweite Level. Ist zumindest auch in meinem Kopf als Level 2 gespeichert. Und wie wir vorher gelernt haben, würde mich mein Gedächtnis niemals im Stich lassen. Oh oh, Mario. Crazy. Das war ziemlich gut. Ah, ich dachte, irgendwas ist da oben. Vielleicht beim anderen. Auf irgendeinem Stampfvieh ist oben irgendwas. Da kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht mehr was, ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß nicht mehr, warum ich den Berg nicht hochkomme. Ich weiß nur noch, dass irgendwo auf irgendwem irgendwas ist. Eine rote Münze. Warum hatte ich eigentlich vor den fleischfressenden Pflanzen früher so Angst, wenn man die einfach kicken kann? Konnte man die schon immer einfach kicken? Ich weiß nicht, warum die mich früher... Ich habe die nämlich abgespeichert als große Gefahr in dem Level. Und ich weiß nicht, warum. Tja. Hey, sind wir schon oben? Das geht ja flott hier. Das gibt's doch gar nicht. Was willst du? Wichtig in meinem Reich. Ich werde dich lehren, meine Befehle zu, hä? Oh, diese vermaledeiten Rückenschmerzen. Na komm. Na komm, Stampfi. Oh. Unglaublich, du hast mich von meinen Kreuzschmerzen befreit. Als Dank explodiere ich jetzt. Die Texte sind möglicherweise leicht modifiziert. In meiner Version. Ich muss sagen, durch Galaxy bin ich ganz zuversichtlich, was eine Switch-Version der Metroid Prime Collection an. Aber Metroid hat ja leider nicht den Stellenwert für Nintendo wie Mario und Zelda. Ja, leider ist halt Metroid schon irgendwie, glaube ich, so ein Prestige-Projekt, das auch viele Fans hat, aber von den Verkaufszahlen halt nicht mal ansatzweise an die großen Nintendo-Marken rankommt. Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, dass sich jetzt Animal Crossing, also nur der neueste Animal Crossing-Teil für die Switch, genauso oft verkauft hat und mittlerweile bestimmt schon öfter jetzt, wie die komplette Metroid-Reihe insgesamt, alle Metroid-Teile von NES bis Prime 3. Ne? Das ist halt schon vom Verhältnis her krass. Warum gehe ich eigentlich? Lasst uns nochmal da reingehen.